Guten Morgen. Herzlich willkommen in die Evangelische Freikirche Köln-Ostheim. Ob hier dabei oder per Livestream, seid alle herzlich willkommen. Gott höchstpersönlich ladet uns in seine Gemeinschaft, in seine Mitte ein. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Doch die Gemeinschaft setzt immer Gegenseitigkeit voraus. Bedeutet, wenn Gott uns einladet, so müssen wir dieser Einladung folgen. So dürfen wir dieser Einladung folgen oder auch nicht. Zugleich steht Jesus auch vor deine Tür, klopft an und wartet, bis die Tür aufgeht. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, etwas davon. Und ich möchte, dass wir uns erheben, zu der Textvorlesung aufstehen und die Worte zu Herzen nehmen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer auf meine Stimme hört und die Türe auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ist das nicht sensationell, dass Gott, Schöpfer aller Universums, vor deine Tür steht, klopft an und wartet? Er wartet und freut sich auf dich. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will zu dir und zu mir sprechen. Heutiger Gottesdienst, ein wunderbarer Anlass dazu. Lass uns beten und unsere Häupter vor ihm beugen. Herr Jesus Christus, du Lebendiger, der da war, der da ist und der da wiederkommt. Absolut alles und jeder wird sich vor dir beugen und deine Macht anerkennen. Wie wunderbar es heute, jetzt schon zu wissen, dass du unsere Erlöser und Retter bist, dass du der Einzige bist. Herr, wir danken dir von Herzen für das Privileg, Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir bitten dich darum, dass du zu unseren Herzen heute sprichst, unsere Herzen neu auf dich ausrichtest. Wir brauchen dich. Wir sind auf dich voll und ganz angewiesen und abhängig in jederlei Hinsicht. Herr, führe dazu, dass heutiger Gottesdienst, all das, was hier geschehen wird, die Lieder, Moderation und die Predigt dazu führt, dass dein Name verherrlicht wird, dass Menschen zum Glauben kommen und in Glauben wachsen. Herr, wir bitten aber auch für verfolgte Gemeinde. Wir bitten dich für Christen in Kongo. Im März wurden 50 Christen dort getötet und wir wollen dich bitten, dass du die Familien stärkst und dass du die Gemeinden vor Ort stärkst. Wir bitten dich auch für die Verfolger. Du hast aus Saulus Paulus gemacht und heute ist das auch möglich und wir bitten dich darum. Bitten dich für die Verfolgten in Nigeria, die auf der Flucht sind. Es gibt so viele Länder, wo die Situation so schwer ist und wir bitten dich um Mut, dein Wort zu verkündigen, treu bis an Ende dir zu bleiben. Wir bitten dich für Ende des Krieges in der Ukraine. Wir bitten dich für die Christen in der Ukraine und in Russland. Stärke du die Herzen und richte sie neu auf dich aus. Bewirke, Herr, dass die Politiker weise Entscheidungen treffen und sich vor dir beugen. Wir danken dir, dass du Israel beschützt. Und wir waren alle Zeugen, dass Raketenangriff von Iran von dir abgewendet wurde. Danke, Herr, dass so wenig Verletzte gegeben hat und keine Toten. Das ist, Herr, deine Hand, die du drüber hältst. Dafür danken wir dir. Und wir beten auch für Palästina. Wir beten für die Menschen dort, die leiden, die Familienangehörigen verloren haben. Wir beten, Herr, dass sie trotz vieler Tränen dich erkennen. Wir beten für arabische Welt, für jüdische Welt, dass alle Augen aller Welt erkennen, dass du der Einzige bist, dass du die Rettung bist, dass du die Tür bist. Ja, und wir beten auch für unser Land. In dieser Woche wurde ein Gesetz verabschiedet, der völlig gottlos ist. Und wir bitten dich darum, dass du uns Weisheit schenkst, damit umzugehen, gegen den Strom zu schwimmen und treu deinen Namen zu verkündigen. Segne heutigen Gottesdienst und richte unsere Herzen völlig auf dich aus. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Alice und Tobias Claire haben Nachwuchs bekommen und wir gratulieren herzlich
zur Geburt von Josia und wünschen alles Gute und Gottes Segen euch. Von 24. bis 26. April findet ein Gemeindegründungsseminar in Leverkusen statt und dazu laden wir alle ein. Deutschland braucht dringend neue Gemeinden. Falls du Interesse hast, melde dich gerne dazu. Von 24. bis 26. April. Am 20. April um 19 Uhr findet junge Erwachsenen-Treffen statt und Thema dieses Mal lautet Schritt für Schritt Wachstum in Heiligung. Auch da ist notwendig, auch hierfür ist eine Anmeldung notwendig. Am 12. Mai findet hier Kindersegnung statt. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du Informationen auf unserer Webseite holen und gerne dich dazu anmelden. Was erwartet uns heute? Unser Pastor André Tüff setzt mit seiner Predigtreihe Gebet am Rande der Verzweiflung fort. Und heute geht es um Gottes unbegreifliches Handeln. Manchmal ist das so, dass wir Gott nicht verstehen und nicht sehen. Wie sollen wir damit umgehen? Psalm 44 hilft uns an dieser Stelle weiter. Wir freuen uns auf die Auslegung von diesem Psalm. Im Lobpreis werden wir von To Heaven angeleitet und dürfen dabei laut mitsingen, denn alle Ehre, alle Lob gehört ihm allein. Das dürfen wir heute zum Ausdruck bringen. Doch davor hören wir eine kurze Andacht von Harnos. Guten Morgen, liebe Geschwister. Michael, kannst du mir bitte die Tüte neben dir geben? Das ist ganz lieb von dir. Danke dir. Ja, es ist ein Privileg, eine Gnade quasi von mir, heute die heutige Andacht zu halten. Keine Sorge, ich werde keine schlagen mit den Töpfen, ne? Oder nicht damit kochen. Und zwar, wir sind vor circa einem Jahr weggezogen und in unserem neuen Eigentum quasi haben wir festgestellt, dass wir so viele Töpfe hatten, die wir nicht ansetzen konnten für unser Herd, weil die Töpfe sind eigentlich nicht induktionsfähig gewesen. Und da dachte ich mir, okay, gut, was nützt mir eigentlich der Gebrauch von solchen Töpfen? Und da habe ich in unserer Börsen geschrieben, dass wir ein paar Töpfe verschenken wollen, weil ich dachte mir so, okay, was wird eigentlich daraus werden? Ne? Was kann Gutes kommen mit solchen Töpfen? Und da hat sich ein liebevoller Bruder von der Gemeinde quasi, er hat sich bei mir gemeldet, der Eduard, der ist Chemie- und Biologie-Lehrer und der wollte die Töpfe haben. Und wir haben dem die Töpfe gegeben und dann dachte ich mir, okay, gut, mal sehen, was daraus wird. Und er sagte mir, okay, gut, weißt du, was ich damit vorhabe? So, nein, er sagte, okay, ich werde viele Schülern quasi Chemie- und Biologie-Unterrichte vortragen und vorpräsentieren. Ich dachte, ja, oh, toll, super. Und genau. Und bei der Vorbereitung dieser Andacht dachte ich mir, okay, gut, wie soll es heißen? Also, Titel der Andacht heißt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und das Thema stammt aus dem Evangelium von Johannes Kapitel 1, Vers 45 und 46. Ich lese mal schnell vor. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn von Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth, was kann etwas Gutes davon kommen? Genau, hier ist es ein Event, wo Philippus quasi den Nathanael begegnet und der möchte ihn eigentlich zu dem Messias bringen, hinführen. Und Nathanael quasi halt stammen aus Galiläa, hat sich gewundert, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Weil Nazareth war eigentlich damals ein Dorf mit ca. 400 Einwohnern und es hatte keinen guten Ruf. Es war irgendwie nicht bekannt. Ne? Und er dachte sich in,
diese Konstellation, dass der Messias nicht aus Nazareth kommen konnte, sondern dass Gott eigentlich den Messias aus einem anderen Gebiet, aus Israel, berufen würde. Ja, er hatte einige Vorurteile, ne, bezüglich der Stadt gehabt. Und vielleicht geht es dir heute genauso wie dem Nathanael, dass du viele Menschen am Rande der Gesellschaft zum Beispiel siehst, wie Obdachlose, Drogenabhängige, alkoholsüchtige Menschen, ja, Kinder mit schwer, ja, erziehbare Fähigkeiten, also Kinder, die man schwer erziehen kann. Leute, die quasi dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal geschieden sind, ne, in ihrem Leben, dass man sie ein bisschen so runterschaut, so abschaut, dass man denkt, okay, was wird aus denen so werden? Was wird aus der Schwester, aus dem Bruder werden, der so lange in der Seelsorge ist, sein Zustand verbessert sich angeblich nicht. Und dann verliert man dabei den Fokus von Jesus, von dem Kreuz. Und man fängt an, irgendwie zu verurteilen. Nazareth war nicht bekannt. Aber heute ist Nazareth so bekannt, dass so viele Pilger nach Israel gehen jährlich. Und das Thema Tourismus ist ja in dieser Stadt so groß heute geworden. Und stellt euch vor, dass Jesus Christus als Politiker, als Kanzler oder als wie Moses groß geworden ist bei den Pharao, dass er irgendwo in einem VIP- oder Luxus-Palast groß geworden wäre. Da wäre der Zugang zu Jesus eigentlich sehr schwer gewesen, weil dann könnten nicht alle Prostituierten, alle Zöllner, alle Sünder zu ihm kommen. Aber Gott in seiner Weisheit hat sich dafür entschieden, quasi, dass sein Sohn in so einem Dorf, ein offenes Dorf, ohne Bedeutung eigentlich, groß wird, damit die ganze Welt zu ihm gehen kann, um bei ihm Erlösung und Vergebung der Sünden bekommen kann. Ja, die ganze Welt kann heute zu Jesus kommen. Ich möchte dir heute Mut geben, auf Jesus zu schauen. Denn er ist die Hoffnung der Welt. Er ist der Messias Israel. Und wir sehen im Vers 49, dass Nathanael eigentlich als einzige hier bekennt, dass Jesus Christus den Sohn Gottes ist, aus Israel. Man sieht, dass eigentlich die Situation hat sich jetzt an dieser Lage verändert. Erstmal dachte er sich, okay, was kann Gutes von Nazareth kommen? Am Ende stellt er fest, du bist der Sohn Gottes. Das heißt, er hat seine Anstellung geändert. Das heißt, an dieser Stelle, für uns ist es möglich, dass wir unsere Anstellung auch ändern, dass Gott unsere Anstellung, unsere Denkweise, unser Zeugnis auch ändern kann. Vom Schlechten zum Guten, vom Bösen zum Heiligen. Es ist möglich mit Gottes Gnade, mit Gottes Kraft, dass wir uns ja, verändern lassen von Gott. Von innen drin nach außen. Weil böse Gedanken, Ehebrüche, ja, Stolz, Rachgefühle, das stammt alles vom Herzen. Und Jesus kam, um uns die Sünde zu vergeben, um uns doch zu verändern. Lass uns heute, liebe Geschwister, daran glauben, dass es möglich ist, sich nutzen lassen von Gott, wie diesen Topf, der vielleicht unbrauchbar aussieht. Er kann sich nutzen lassen. Du kannst dich auch in den Diensten der Gemeinde ansetzen lassen. Du kannst dich auf der Straße nutzen lassen. Du kannst dich ja, in der Kinderbetreuung ansetzen lassen. Und viel, viel wichtiger, dich von innen drin mit dem Wort Gottes verändern lassen. Gott möge uns dabei helfen, denn aus uns wird sicher was Gutes kommen, mit seiner Gnade. Amen. Danke, Hannos, für diese Erinnerung. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Gerade die Tatsache des Kreuzes erinnert uns daran. Und er rettet uns nicht nur, sondern er will uns gebrauchen. Jetzt dürfen wir aufstehen und aktiv werden. Wir dürfen unseren Stimmen aktivieren, unseren Herzen auf Gott ausrichten, ihm loben, ihm ehren
Und dazu gehört natürlich auch unser Portemonnaie. Denn wir sammeln jetzt die Kollekte und auch dadurch dürfen wir unsere Liebe somit zum Ausdruck bringen.
rufst mich raus aus weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt in tiefe. Psalm 57, die Verse 10 und 11. Herr, ich will dir danken. Vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel. Und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Schwingt den Wind, hält mich Christus fest.
Herr Jesus Christus, wie gut zu wissen, dass wir ganz sicher, krisensicher in deiner Hand sind. Du hältst uns fest, jedem, der glaubt. Wir danken dir, dass du so viel größer bist als alle unsere Ängste in Summe zusammen, als alle unsere Zweifel, als alle unsere Unzulänglichkeiten, als alle unsere Sorgen. All das wollen wir in deine Hand legen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen bewusst auf dich ausrichtest und unser Glauben stark machst. Danke, Herr, auch für die Ressourcen, dass du uns versorgst. Danke für jeden Geber. Wir wollen dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir dementsprechend treu damit umgehen. Bewahre uns als Gemeinde vor Stolz, Hochmut und davor, dass wir dir untreu werden. Hilf, dass wir das Geld, Ressourcen, Gaben, alles, was wir von dir haben, treu zu deiner Ehre verwalten. Segne jetzt das Wort. Hilf, dass unsere Herzen es begreifen, aufnehmen und es so leben, dass dein Name dementsprechend verherrlicht wird. Amen. Nimm gerne Platz. Zurück in meiner neuen Predigtreihe Gebete am Rande der Verzweiflung, eine seelsorgerliche Predigtreihe, wo wir uns insgesamt 7 ausgewählte Psalmen anschauen, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie werden jeweils von Beter gebetet, die sich am Rande der Verzweiflung befinden. Und dementsprechend ist diese Predigtreihe vor allen Dingen für verzagte Menschen, für Menschen, die durch Leid gehen, denen es gerade nicht gut geht. Aber ich glaube, dass sie auch für uns alle ist, denn wir werden alle früher oder später in solchen Situationen sein. In der letzten Predigt ging es um Psalm 13. Der Titel lautete, wenn dein Leid kein Ende nimmt. Heute schauen wir uns Psalm 44 an. Und mein Thema lautet, wenn Gottes Handeln keinen Sinn ergibt. Wenn Gottes Handeln keinen Sinn ergibt. Das ist provokativ formuliert, oder? Gemeint ist natürlich, wenn Gottes Handeln für dich keinen Sinn ergibt. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, doch leben muss man es vorwärts. Das ist so wahr. Und das setzt ja schon voraus, dass wir alle früher oder später in unserem Leben uns in Situationen wiederfinden werden, die wir nicht einordnen können. Situationen, auf die wir keine Antwort haben, wo Gottes Handeln für uns nicht nachvollziehbar ist. Im Laufe der Vorbereitung, beziehungsweise auch schon einige Monate vorher, bin ich auf die Geschichte von Cody Newcomb gestoßen. Cody lebt in Amerika, heiratet früh mit 23 Jahren, voller Hoffnung, Mutter zu werden, eine Familie zu gründen. Aber jahrelang gibt es keine positiven Schwangerschaftstests. Die beiden entscheiden sich als Ehepaar, zum Arzt zu gehen und dort wird ihnen erklärt, dass sie ein Fall von unerklärlicher Unfruchtbarkeit sind. Also die Ärzte haben keine Antwort darauf, warum sie keine Kinder bekommen können. Es ist ein Schlag für jede Frau, die gerne Mutter werden möchte. Aber sie und ihr Mann, sie entscheiden sich, dann adoptieren wir eben Kinder. Wir akzeptieren Gottes Nein. Und dann adoptieren wir Kinder. Sie adoptieren 3 Kinder. Und kurz vor ihrem 42. Geburtstag wird Cody überraschend schwanger. Nach 18 Jahren Unfruchtbarkeit. Und für sie als Ehepaar ist es ein Wunder. Sie preisen den Herrn. Hat Gott jetzt doch die jahrelangen Gebete erhört? Er hat das Leid gesehen. 18 Jahre lang. Aber dann stirbt das Kind nach 15 Wochen im Mutterleib. Und es bleiben mehr Fragen als Antworten. Gott, warum? Warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Nur um eine weitere Leiterfahrung zu machen. Ihr Lieben, das sind Geschichten, die schreibt das Leben.
Das sind nicht Geschichten, die man sich am grünen Tisch überlegt, weil man eine Einleitung zu diesem Thema braucht. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir alle früher oder später in Situationen kommen, in denen Gottes Handeln für uns keinen Sinn ergeben. Eine solche Situation liegt in Psalm 44 vor, den wollen wir uns heute anschauen. Psalm 44 ist ein Klagepsalm des Volkes. Es gibt auch Klagepsalmen des Einzelnen. Bei den Klagepsalmen des Einzelnen ist es die eine Person, die Gott ihr Leid klagt. Dementsprechend finden wir da die Ich-Form. Heute in unserem Psalm finden wir die Wir-Form. Es ist eine nationale Katastrophe und das ganze Volk klagt Gott sein Leid. Zwischendurch finden wir einen Wechsel zwischen Wir-Form und Ich-Form. Ich denke, da, wo unser Psalm in die Ich-Form switcht, spricht ein Vertreter des Volkes, aber immer noch für das Volk insgesamt. Dieser Psalm, das ist so interessant, er beginnt zunächst einmal völlig zuversichtlich. In den Versen 1 bis 9 schauen sie zurück, wie sie Gott als Helfer erlebt haben. Und mittendrin, in Vers 10, gibt es diesen Bruch in der Stimmung unseres Psalms. Wir beginnen aber zunächst einmal mit der positiven Gotteserfahrung. Sie besteht in Gottes helfendes Handeln. Und das ist mein erster Punkt, die bisherige Erfahrung Gottes helfendes Handeln. In den ersten 4 Versen sehen wir einen Rückblick auf Gottes Heilshandeln in der Vergangenheit. Ich lese sie einmal vor. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs, ein Maskil. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört. Unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen, in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand Nationen ausgetrieben, aber sie hast du eingepflanzt. Völkerschaften hast du Schaden zugefügt, aber sie hast du ausgebreitet. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Vers 2 beginnt mit den Worten, Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört. Damals war es so, dass Gottes Taten immer wieder der nächsten Generation weitergesagt werden mussten. Natürlich wurden die mächtigen Taten Gottes auch aufgeschrieben, zum Beispiel in den 5 Büchern Mose oder auch im Buch Josua. Aber damals gab es noch keinen Buchdruck und es gab nicht so viele Kopien von den schriftlichen Dokumenten. Dementsprechend war man darauf angewiesen, dass jede Generation der nächsten Generation mündlich erzählt, was Gott in Vergangenheit getan hat. Und hiermit beginnt unser Psalm. Wir haben gehört, Gott, unsere Väter haben uns erzählt, damals, als du sie aus Ägypten geführt hast, du hast sie in das verheißene Land Kanaan geführt und du hast für sie gehandelt. Rein menschlich waren die dort ansässigen Völker, die Kanaaniter, haushoch überlegen. Aber Gott hat für sein Volk Partei ergriffen. Er hat sie wunderbar ins Land geführt. Und schaut mal, Vers 4 macht das ziemlich deutlich. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Die Betonung liegt hier wirklich auf Gottes helfendes Handeln. Und darauf schauen sie zurück. Gott, wir haben dich so erlebt, beziehungsweise unsere Väter haben dich so erlebt, als einen guten Gott, der für sein Volk handelt. Hast du Gott auch schon so erlebt in deinem Leben? Ich hoffe. Ich hoffe, dass du Gott bisher in deinem Leben auch als einen helfenden Gott erlebt hast. Du warst ernsthaft krank und Gott hat dich geheilt. Du hattest einen Autounfall und Gott hat dich wundersam bewahrt. Du warst in finanzieller Not und Gott hat dich versorgt, auch in diesen schweren Zeiten. Du warst in tiefer Trauer und Gott hat dich getröstet. Du warst chronisch müde, vielleicht am Rande eines Burnouts. Du wusstest nicht mehr, woher nehme ich die Kraft für den Alltag. Und du hast gemerkt, Gott in seiner Treue hat dir neue Kraft gegeben. Kraft, die du so dringend brauchtest. Du hattest Ängste, vielleicht sogar Panikattacken und Gott hat dir neuen Mut gegeben, neue Zuversicht und dir deine Ängste genommen. Aber das Wichtigste kommt noch, du warst verloren in Sünden und Christus hat dich neu gemacht.
Darf ich mal fragen, wer im Raum hier hat Gottes Heilshandeln in seinem Leben in Vergangenheit schon erlebt? Einfach mal ein Handzeichen. Das sind so viele. Und diese Erfahrungen, die sind so wunderbar, aber weißt du was? Diese Erfahrungen kann dir niemand nehmen. Die hast du gemacht mit Gott. Und du kannst zurückschauen auf Gottes wunderbares, helfendes Handeln in deinem Leben. Und diese Gotteserfahrung stärkt dein Vertrauen, auch gerade in der Gegenwart. Das sehen wir auch jetzt beim Volk. Sie haben Gott so erlebt, ihre Väter haben Gott so erlebt. Und schaut mal, wie es in Vers 5 weitergeht, das Gottvertrauen aufgrund der bisherigen Erfahrung. Du selbst bist mein König, o Gott, gebiete die Rettungen Jakobs. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich und mein Schwert wird mich nicht retten, denn du rettest uns von unseren Bedrängern und unsere Hasser machst du zuschande. In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag und deinen Namen werden wir ewig preisen. Schaut mal, was hier passiert. Das Volk rechnet damit, dass Gott auch in der Gegenwart und in der Zukunft so handeln wird, wie er in Vergangenheit gehandelt hat. Weil so haben sie ihn erlebt. Und deswegen sind sie jetzt hier voller Zuversicht. Wir werden unsere Feinde besiegen. Vers 6. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Was hier auffällt ist, sie haben einen so zuversichtlichen Glauben, dass Gott weiter genauso nach Schema F handeln wird, wie er in Vergangenheit gehandelt hat. Sie haben eigentlich die richtige Theologie. Sie haben eigentlich ein richtiges Gottesverständnis. Schaut euch mal die Gegenüberstellung an. Vers 4, da heißt es von den Vorfahren, denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Und das prägt jetzt die Gegenwart, ihren gegenwärtigen Glauben. Vers 7 und 8, denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich und mein Schwert wird mich nicht retten. Genau, sie haben die richtige Theologie. Gott muss eingreifen, du rettest uns. Das heißt, Gottes Handeln in der Vergangenheit hat ihre Glaubensinhalte, man könnte auch sagen, ihr Gottesbild enorm geprägt. Und das macht sie so zuversichtlich, dass sie in Vers 9 sagen, in Gott rühmen wir uns den ganzen Tag. Ihr Lieben, das ist nachvollziehbar, oder? Wenn du Gott in der Vergangenheit so mächtig erlebt hast, stärkt das deine Zuversicht für die Gegenwart und für die Zukunft. Erfahrung stärkt Vertrauen. Erfahrung stärkt Vertrauen. Ich musste an David denken, bevor er in diesen mächtigen Kampf gegangen ist gegen Goliath. Alle hatten Angst. David sagt, ich gehe. Saul will ihn davon abhalten. Geh nicht. Wisst ihr, wie David argumentiert? Mit seiner Gotteserfahrung, die er bisher gemacht hat. 1. Samuel 17, Vers 37. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mir auch helfen gegen den Philister. Das heißt, David hat zwei wesentliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Damals, als der Löwe kam. Ich wusste nicht, wie ich den besiegen will. Gott hat mir geholfen. Dann kam auch noch der Bär. Gott hat mir wieder geholfen. Deswegen gehe ich jetzt gegen Goliath, denn Gott wird mir wieder helfen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass diese Erfahrungen mit Gott dir so viel Zuversicht gegeben haben. Preis den Herrn, dass du diese Erfahrungen machen konntest. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber immer wieder wirst du diese Erfahrung gemacht haben. Ich hatte enorm Angst vor meiner ersten Predigt. Ziemlich Angst. Ich hatte ehrlich gesagt ein Jahr lang Angst vor jeder Predigt. Aber dann irgendwann wächst die Erfahrung, Gott hat mich noch nie hängen lassen. Und diese Erfahrung, die man macht, und wende das auf deine Situation an, die Erfahrung, die du mit Gott machst, geben dir immer mehr Zuversicht, dass du nicht mehr die Angst hast, die du beim ersten Mal vielleicht hattest. Vielleicht war es der Jobwechsel. Bei deinem ersten Jobwechsel bist du am Montagmorgen nicht sehr mutig auf die Arbeit gefahren. Neues Umfeld, neue Kollegen. Wie wird das Ganze? Und du hast gemerkt, Gott hilft nicht nur in der Gemeinde, Gott hilft im Alltag. Und er hat mir so geholfen, reinzukommen in die neue Arbeit. Dann hast du irgendwann nochmal den Job gewechselt und du warst wieder etwas aufgeregt, aber du hattest da schon eine Erfahrung mit Gott. Und du hast gemerkt, sie bestätigt sich wieder. Und wenn du jetzt vor neuen Situationen im Berufsleben stehst, kannst du auf diese zwei Erfahrungen zurückschauen und sagen, ich bin zuversichtlich. Der Gott, der mir beim ersten und zweiten Mal geholfen hat, der hilft mir auch beim dritten Mal. Ihr Lieben, Gott ist ein Helfer in der Not. Gott ist ein Helfer in der Not. Und diese Gotteserfahrungen sind kostbar. Aber manchmal handelt Gott plötzlich anders als erwartet.
Schaut mal, wenn dieser Psalm hier zu Ende wäre, dann wäre die Welt in Ordnung. Wenn dieser Psalm hier zu Ende wäre, hätten wir keine Fragen an Gott. Dann wäre alles ziemlich klar. Dann könnten wir ja ableiten, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gott vertraust, dann bewahrt er dich vor jeder Not. Dann lässt Gott nicht zu, dass seinem Kind auch nur ein Haar gekrümmt wird und Leid in sein Leben kommt. Das könnten wir dann davon ableiten. Da hätten wir einen ganz klaren Tun-Ergehen-Zusammenhang. Aber ihr Lieben, so einfach ist das nicht. Wenn der Psalm hier zu Ende wäre, dann wäre Gottes Handeln für uns immer logisch. Dann wäre Gottes Handeln für uns nachvollziehbar. Aber der Psalm ist hier nicht zu Ende. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die aktuelle Erfahrung Gottes erschütterndes Handeln. Gottes erschütterndes Handeln. Kommt, wir lesen die Verse 10 bis 17. Doch du hast uns verworfen und in Schande gebracht und zogst nicht aus mit unseren Herren. Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger und die uns hassen, haben für sich geraubt. Du gabst uns hin wie Schlachtvieh und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Du verkauftest dein Volk um ein geringes und hast keinen Gewinn gemacht durch ihren Kaufpreis. Du machtest uns, unsere Nachbarn, zum Hohn, zu Spott und Schimpf denen, die uns umgeben. Du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln unter den Völkerschaften. Den ganzen Tag ist meine Schande vor mir und Scham hat mir mein Gesicht bedeckt wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers angesichts des Feindes und des Rachgierigen. Ihr Lieben, mit den ersten beiden Worten verändert sich die Stimmung in unserem Psalm drastisch. Doch du. Gott, du handelst plötzlich so ganz anders, als wir dich kennengelernt haben bisher. Wir kriegen dein Handeln gerade nicht einsortiert. Im historischen Kontext geht es hier um eine vernichtende militärische Niederlage. Und die Verzweiflung ist rauszuhören. Das klingt ja hier wirklich wie eine Anschuldigung. Gott, bisher hast du uns immer den Sieg geschenkt, dieses Mal nicht. Bisher bist du immer mit unseren Heeren ausgezogen, dieses Mal nicht. Völlig überraschend. Gott, so haben wir dich bisher nicht kennengelernt. Der Kontrast in Gottes Handeln wird sichtbar, wenn wir nun mal Vers 3 und Vers 12 vergleichen. Schaut mal, Vers 3. Du hast mit deiner Hand Nationen ausgetrieben. Vers 12, du gabst uns hin wie Schlachtvieh und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Damals hast du die Nationen zerstreut, diesmal hast du uns zerstreut unter die Nationen. Und Gottes gegenwärtiges Handeln wirft so viele Fragen auf. Sie sagen, Gott, du hast uns verworfen. Du hast uns billig verkauft. Das ist das, was sie hier sagen. Du hast uns hingegeben wie Schlachtvieh. Du hast uns zum Sprichwort gemacht. Die Niederlage ist verheerend. Und hier werden im Psalm ganz verschiedene Wörter gebraucht, Synonyme, um die Demütigung zu beschreiben. Hier ist die Rede von Hohn und Spott, von Schimpf, Schande und Schmach. Schmäher und Lästerer sind unterwegs. Leute können nur den Kopf schütteln. Ihr Lieben, die Demütigung des Volkes könnte nicht größer sein. Sie sind hier am Boden. Sie sind am Boden zerstört. Schlimmer geht es nicht. Und sie suchen jetzt nach Gründen für Gottes Handeln. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Wenn Leid in dein Leben kommt, du suchst sofort nach Gründen. Das machen wir alle. Wir alle haben immer wieder die Tendenz, es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben. Wir versuchen uns einen Sinn aus den Ereignissen zu erschließen, die in unser Leben kommen. Wenn Israel Gott untreu gewesen wäre, dann wäre Gottes Handeln hier für sie nachvollziehbar. Es gibt nur ein Problem, sie waren Gott nicht untreu. Schaut mal ab Vers 18. Dies alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen, noch verraten deinen Bund. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad, dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt, würde Gott das nicht erforschen? Denn er erkennt die Geheimnisse des Herzens. Ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag. Als Schlachtvieh werden wir angesehen. Hier müssen wir was verstehen. Als Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat am Berg Sinai, ein Bund ist auch eine vertragliche Vereinbarung,
Da hat Gott gesagt, ich bin dein Gott und du bist mein Volk. Und wir halten jetzt Folgendes fest, vertraglich, juristisch. Das sind die Verse, die Kapitel 3. Mose 26 und 5. Mose 28, die Gegenüberstellung von Segen und Fluch. Und Gott sagt, wenn du gehorsam bist, wenn du meinem Wort vertraust, werde ich dich segnen. Und dann werden die Segnungen aufgelistet. Und dann sagt er aber, wenn ihr ungehorsam seid, werden Flüche über euch kommen. Und unter diesen Flüchen steht auch die große militärische Niederlage, von der es ja auch hier handelt. Versteht ihr, wenn sie ungehorsam gewesen wären, hätten sie keine Fragen an Gott. Weil dann wird man die gegenwärtige Situation in eine Schublade einsortieren können. Gericht. Aber weil sie nicht ungehorsam waren, sie haben den Bund nicht gebrochen, sie haben nicht Götzen angebetet und Gott kennt doch das Herz. Deswegen fehlt ihnen hier eine Kategorie, um das irgendwie einzusortieren, was gerade in ihrem Leben passiert. Der Kontrast wird so deutlich, schaut mal Vers 11 und Vers 19, du ließest uns zurückweichen, wir haben versagt, im Sinne von militärisch, aber unser Herz ist doch nicht zurückgewichen. Gott, wir waren doch bei dir. Warum erleben wir dieses Leid? Gottes Handeln scheint überhaupt keinen Sinn zu ergeben. Ich musste auch an Hiob denken. Die Situation von Hiob war relativ ähnlich. Hiob war Gott treu. Gott sagt sogar, Hiob ist der aufrichtigste Mann seiner Zeit gewesen. Und als das Leid so heftig in Hiobs Leben kommt, kann Hiob dieses Leid nicht einsortieren. Und wisst ihr, dann kommen Hiobs Freunde, Seelsorger, wie sie sich wahrscheinlich selber bezeichnen würden. Sie kommen und sie haben alles richtig gemacht, solange sie geschwiegen haben. Manchmal ist es übrigens am besten als Seelsorger, wenn du mit unerklärlichem Leid konfrontiert bist, setz dich einfach daneben und weine mit. Aber du musst nichts sagen. Und das haben Hiobs Freunde ein paar Tage lang gemacht und dann haben sie ihren Mund geöffnet. Das war ihr Fehler. Und sie haben klare Kategorien gehabt. Sünde führt zu Fluch. Hiob erlebt gerade Leid, also hat Hiob gesündigt. Das ist ihre klare Kategorie. Und Gott sagt am Ende des Buches, ihr habt Hiob ihr Unrecht getan. Hiob hat gelitten, obwohl er nicht gesündigt hat. Das ist die Situation. Der Theologe D.L. Carson, was er über Hiob sagt, passt auch gut zu Psalm 44. Übrigens, ich habe heute einige sehr gute Zitate dabei. Fühlt euch frei, während der Predigt das Handy zu zücken und Fotos zu machen. Ich darf das sagen, weil sie ja nicht von mir kommen, die Zitate. D.L. Carson sagt, Leiden und Übel dieser Art kann man nicht mit fertigen Patentrezepten behandeln. Bestimmte Erkenntnisse, die uns beim Bibelstudium aufgegangen sind, helfen hier nicht weiter, sondern scheitern an den vielen ungelösten Fragen. Zu Hiobs physischem, also körperlichen Leid, das ohnehin schlimm genug ist, kommt der seelische Schmerz hinzu, den er empfindet, weil er in den Ereignissen keinen Sinn erkennen kann. Genau das ist die Situation von Psalm 44. Gottes Handeln ergibt scheinbar überhaupt keinen Sinn. Da hilft Bibelwissen nicht weiter, da hilft ihre Theologie nicht weiter. Der Seelsorger, mein Lieblingsautor Paul David Tripp, schreibt, es werden Augenblicke kommen, in denen du einfach nicht mehr verstehst, was los ist. Tatsächlich wirst du Augenblicke erleben, in denen der Gott, der sich selbst als gut bezeichnet, Dinge in dein Leben bringt, die gar nicht gut erscheinen. Ja, die sogar schlecht aussehen, sehr schlecht. Darf ich dich heute fragen, hast du diese Dinge schon erlebt in deinem Leben? Vielleicht erlebst du sie gerade. Vielleicht hast du sie mal erlebt und du bist da irgendwie drüber hinweggekommen, auch ohne Antworten zu bekommen. Aber du kennst diese Ereignisse aus deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du als Single jahrelang für einen Partner gebetet. Du hattest Angst, alleine zu bleiben. Aber du warst Gott treu und hast gesagt, ich gehe keine zweifelhafte Beziehung an. Nur ein gottesfürchtiger Ehepartner kommt für mich in Frage. Und du warst so treu. Du hast dich ganz in den Dienst geschmissen und gesagt, ich werde Gott dienen, nicht auf mich schauen. Und irgendwann meldet sich jemand bei dir und du schöpfst neue Hoffnung. Nur um dann festzustellen, dass die Person es sich doch spontan anders überlegt hat. Und du bleibst zurück mit einer weiteren Enttäuschung, mit einer weiteren Ablehnung. Du sagst, Gott, ich habe dir doch schon alles hingegeben. Warum diese nächste verletzende Situation?
Vielleicht hast du dich ganz klar geführt gesehen, ein bestimmtes Studium zu beginnen. Gott hat dich da hineingestellt. Er hat dir den Studienplatz besorgt. Und am Ende von 5 Jahren schaffst du im wiederholten Versuch das Staatsexamen nicht. Du denkst dir, 5 Jahre für die Katz. Und dabei warst du treu. Du hast dich nur für Studium gelebt. Du hast dich in der Gemeinde eingesetzt. Du hast so gebetet für dieses Staatsexamen und bist durchgefallen. Vielleicht hast du geheiratet und du hast gebetet, Herr, bitte lass es ein Ehepartner sein, mit dem ich gemeinsam glücklich werden kann. Und nach einigen Jahren entpuppt sich dein Ehepartner als ein Tyrann, der dich vielleicht sogar schlägt. Es bleiben mehr Fragen als Antworten. Gott, wieso? Wieso? Vielleicht hast du lange für Arbeit gebetet. Du spürst den Druck, für deine Familie sorgen zu müssen. Du kriegst so viele Absagen. Endlich findest du neue Arbeit. Du preist Gott dafür. Du sagst das hier beim Gebetsgottesdienst. Ich habe Arbeit gefunden. Und kurz vor Ende der Probezeit liegt die Kündigung auf deinem Tisch. Und das Ganze beginnt von vorne. Und du kriegst es nicht sortiert. Wieso? Vielleicht hast du dein Herz darauf gerichtet, wirklich hingegeben zu leben. Du bist auf der Straße. Du lebst für den Herrn. Du brennst für den Herrn. Und plötzlich kommt diese niederschmetternde Diagnose in dein Leben. Eine tödliche Krankheit. Da bleiben Fragen. Da bleiben Fragen. Wisst ihr, ich könnte jetzt diese Aufzählung fortsetzen, aber ich glaube, ich muss heute nicht Überzeugungsarbeit leisten. Wir kennen diese Situation. Entweder aus unserem eigenen Leben oder sie wurden uns von anderen, durch die Lebensgeschichten anderer, wurden sie an uns herangetragen. Ich muss an die Familie Kopp aus Hennef denken. Eine Familie mit 5 kleinen Kindern. Im Jahr 2015 stirbt der Mann an Krebs. Nach seinem Tod erkrankt seine Frau an Krebs und stirbt 1 Jahr später. 5 Kinder bleiben zurück im Alter von 2 bis 9. Ihr Lieben, ich habe da keine Antworten drauf. Es gibt Dinge, die lassen uns sprachlos zurück. Wo wir sagen, Herr, das macht doch keinen Sinn. Warum? Du bist doch gut. Der Theologe D.A. Carson bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, es gibt bestimmte Sachverhalte, die wir niemals verstehen werden, denn wir sind nicht Gott. So ist es. Weißt du, vielleicht suchst du nach einem Sinn. Und das ist verständlich. Vielleicht suchst du nach Logik und du kannst sie gerade nicht finden. Manchmal ist es so, dass Gott uns im Laufe unseres Lebens doch immer mehr zeigt. Aber ihr Lieben, wir müssen es ganz nüchtern anerkennen. Es gibt Fragen, die bleiben in diesem Leben ungelöst. Und es hängt damit zusammen, dass wir nicht Gott sind. Und ich möchte dich ermutigen, auch bei all den Fragen, die du hast, lass Gott einfach Gott sein. Lass Gott einfach Gott sein in deinem Leben. Wisst ihr, das Wunderbare ist ja aber auch, dass Gott uns in seinem Wort nie dazu auffordert, sein Handeln bis ins letzte Detail verstehen zu müssen. Diesen Druck macht Gott uns nicht. Er sagt nicht, wehe dir, wenn du mein Handeln in deinem Leben nicht verstehst. Es gibt keine Stelle, die das von uns erwartet. Gott sagt nicht, du musst mein Handeln verstehen. Gott sagt, vertrau mir einfach, ich bin Gott und du nicht. Und ich handle in deinem Leben. Wisst ihr, wir haben Gottes Handeln in unserem Leben nicht unter Kontrolle. Wir haben die Stürme, die in unser Leben kommen, die haben wir nicht unter Kontrolle. Haben wir nicht. Aber wisst ihr, was wir unter Kontrolle haben? Unsere Reaktion darauf. Unsere Reaktion auf diese Stürme. Und darum geht es im 3. Punkt. Die Reaktion, der verzweifelte Schrei zu Gott. Ich lese erstmal die Verse 24 bis 27 vor. Erwache, das Volk betet. Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unser Elend und unsere Bedrückung. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Stehe auf, uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Güte willen. Ihr Lieben, dieses Gebet am Ende besteht aus 5 flehenden Bitten und 2 Warum-Fragen. Und ich möchte dir persönlich, es soll eine seelsorgerliche Reihe sein, ich möchte dir persönlich am Ende 2 Dinge mitgeben. 2 Dinge anhand dieser letzten Verse. Erstens, bete zu Gott
auch wenn du sein Handeln nicht verstehst. Das ist das, was das Volk hier macht. Sie können Gottes Handeln nicht verstehen, aber sie wenden sich trotzdem immer noch an Gott. Sie hören nicht auf zu beten. Und schaut mal, wie sie beten. Sie werfen nicht frustriert das Handtuch und gehen von Gott weg. Die Klage ist nie ein Schritt von Gott weg. Die Klage ist ein Schritt zu Gott hin. Ich kann Gott gerade nicht verstehen, aber ich will ihn verstehen. Und schaut mal, was sie beten. Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf. Also zugegeben, das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, mit Gott zu reden. Ich habe das noch nie gebetet, aber wir finden es in der Bibel. Vor allen Dingen geht es hier noch nicht mal um die Frage, schläft Gott? Sie stellen ja die Frage, warum schläft Gott? Also der Schlaf Gottes wird vorausgesetzt. Und dementsprechend finden wir hier die Bitten, erwache, wach auf, stehe auf, bitte tu doch etwas. Das wirft für uns heute hier die Frage auf, schläft Gott? Schläft Gott? Im Psalm 121 finden wir die Antwort. Da heißt es, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Jetzt sagst du, Moment, wie kriegen wir denn jetzt Psalm 121 und Psalm 44 zusammen? Psalm 121 ist die objektive Tatsache, die theologische Wahrheit. Gott schläft nie. Im Psalm 44 finden wir aber die gefühlte aktuelle Situation. Und das ist der Punkt. Die Beter an den Psalmen, das liebe ich so an den Psalmen, sie gehen mit all ihren Emotionen zu Gott. Wisst ihr, wenn meine Frau nicht mehr mir ihre Emotionen kundtun würde, dann wäre in unserer Beziehung etwas faul. Das ist ja gerade das Kennzeichen einer guten Beziehung. Ich schütte mein ganzes Herz auch mal ungefiltert aus. Hast du so eine Beziehung zum Herrn? Dass du sagst, Gott, ich kann dich nicht verstehen, aber ich gehe zu dir. Bete zu Gott, auch wenn du sein Handeln nicht verstehst. Das ist das, was sie hier machen. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil das Gebet dir den Halt gibt, den du so dringend brauchst. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum Vögel, wenn sie schlafen, nicht vom Ast fallen? Vögel schlafen tatsächlich auf den Ästen. Und sie fallen nachts nicht runter. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum fallen Vögel nicht vom Ast, wenn sie schlafen? Und die Antwort ist wirklich interessant. Der Schöpfer hat es so angelegt, wenn ein Vogel sich auf einen Ast setzt und dann in die Hocke geht, man könnte auch sagen, in die Knie geht, dann kommt es zu einem Greifreflex. Das hängt mit den Sehnen zusammen im Fuß, die sich zusammenziehen und dadurch krallt sich der Vogel reflexartig, indem er in die Knie geht, am Ast fest und fällt nicht. Man kann also sagen, wenn der Vogel in die Knie geht, kann er nicht vom Baum fallen. Weißt du, Zeiten, in denen du Gottes Handeln in deinem Leben nicht verstehst, sind Zeiten, die dich zu Fall bringen können. Aber wenn du in die Knie gehst, wenn du Gott im Gebet suchst in diesen Zeiten, dann bewahrt dich das vor dem Fall. Auf den Knien bist du sicher. Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass meine Generation und dass die jüngeren Generationen, wir müssen vielleicht ganz neu lernen, mit Leid in unserem Leben umzugehen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht darauf vorbereitet, wenn jetzt Christenverfolgung in Deutschland eintrifft, weil wir so sehr ein Christenleben feiern wollen. In erster Linie alles gut. Aber was passiert auch gerade bei jungen Leuten, wenn plötzlich etwas in ihr Leben kommt, was alles andere als gut zu sein scheint, dann wird plötzlich dekonstruiert. Dann bewegt man sich weg von Gott. Ich möchte dir heute eins sagen, wenn das ist, was du durch diese Predigt dir merkst, ist es mit das Wichtigste. Bete zu Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Geh in die Knie, dann bist du sicher. Dann fällst du nicht. Was hat Hiob gemacht? Ich meine, wir müssen uns mal in die Situation von Hiob hineinversetzen. Er hatte unermessliches Leid. Stell dir mal eine Beerdigung vor mit 10 Särgen. 10 Kinder von Hiob auf einmal gestorben. Das war seine Beerdigung, die er halten musste. 10 Särge. Dann sein eigenes körperliches Leid. Und dann kommt seine Frau, die sagt, geh weg von Gott. Was macht Hiob? Das war die größte Versuchung seines Lebens. Gehe ich jetzt weg von Gott, weil ich ihn nicht verstehen kann? Hiob geht zu Gott. Er geht auf die Knie, auch wenn er Gott nicht verstehen kann. Was macht Jesus in seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane? Er geht auf die Knie und betet.
Liebe Gemeinde, wir müssen lernen, neu auf die Knie zu gehen und zu beten. Wir müssen lernen, Leitsituationen, in denen wir Gott nicht verstehen können, durchzubeten, auf den Knien zu sein, seine Nähe zu suchen, auch wenn wir ihn nicht verstehen können. Bete zu Gott, auch wenn du sein Handeln in deinem Leben nicht verstehst. Wir haben gerade in dem Lied Oceans gesungen. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo meine Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, auf den Knien. Da finde ich dich. Der Psalmexperte Peter Craigie, er schreibt über diesen Schluss: Auf der rationalen Ebene scheint es ziemlich sinnlos zu sein, zu beten und die Liebe Gottes zu suchen, wenn die unmittelbare Erfahrung nahelegt, dass man sich nicht auf Gott verlassen kann. Jetzt kommt's, der Satz hat's in sich. Doch das Gebet ist in einem Glauben verwurzelt, der tiefer ist als die Vernunft. Der tiefer ist als die Vernunft. Glaube ist nicht unvernünftig, aber Glaube ist mehr als Vernunft. Ich kann es nicht verstehen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deswegen gehe ich auf die Knie. Der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen. Erkenne auch in der Not, wer Gott ist. Erkenne auch in der Not, wer Gott ist. Schaut mal, ganz am Ende unseres Psalms, da lesen wir in Vers 27, stehe auf, uns zur Hilfe und erlöse uns, um deiner Güte willen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Sie können Gott überhaupt nicht verstehen. Sie haben gerade eine vernichtende Niederlage erlebt. Menschen sind gestorben. So viel Leid ist ins Leben gekommen. Und sie sagen, Gott, eins glauben wir immer noch. Wir glauben, dass du gut bist. Das bist du. Schaut mal, sie machen das einzig Richtige. Sie lassen nicht zu, dass ihre gegenwärtige Lebenssituation ihr Gottesbild bestimmt. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Lass nicht zu, dass deine Lebensumstände dein Gottesbild bestimmen. Weil dann können wir manchmal auf den falschen Dampfer kommen. Wenn wir aufgrund unserer Lebenssituation in einer gefallenen Welt, wo es nun mal Leid gibt, wenn wir durch die Schwierigkeiten auf Gott schließen. Lass dein Gottesbild nicht von deiner Lebenssituation prägen, lass dein Gottesbild allein von seinem Wort prägen. Hier sagt Gott, wer er ist. Und niemand erwartet von dir, dass du das emotional verstehen kannst und ergreifen kannst und fühlen kannst. Aber Gott sagt, vertrau einfach darauf, was hier steht. Ich bin gut. Ich bin gut. Trotz allem, was in deinem Leben passiert. Erkenne auch in der Not, wer Gott ist. Ich habe diese Geschichte schon mal an anderer Stelle erzählt, aber sie passt einfach wieder so gut. Vor einigen Jahren, mein Vater ist ja bekanntlich Pilot, war ich mit einem Bruder aus der Gemeinde, Athenes, mit meinem Vater unterwegs in der Luft. Athenes saß bei meinem Vater im Cockpit, ich saß hinten bei den Passagieren. Und plötzlich mitten im Flug gab es heftige Turbulenzen. Also die waren nicht ohne, wenn ich mich richtig erinnere. Und neben mir saß eine Frau, die richtig Angst bekommen hat. Vielleicht hatte sie ohnehin Flugangst und jetzt auch noch diese Turbulenzen. Und sie hat fast ein wenig geschrien. Und ich habe mich zu ihr gedreht und wollte sie trösten. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie was? Ich habe keine Angst. Mein Vater fliegt das Ding. Und diese Frau guckt mich an und sagt, dann habe ich auch keine Angst mehr. Jetzt analysieren wir nochmal. Warum hatte ich diesen Frieden in den Turbulenzen? Was war der Grund? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Flugzeugen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Turbulenzen. Ich wusste nicht, woher diese Turbulenzen plötzlich kamen. Offene Frage. Ich wusste nicht, ob die Turbulenzen noch heftiger werden. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ob das Flugzeug überhaupt bautechnisch auf diese Form von Turbulenzen ausgelegt ist. Aber eins wusste ich. Ich wusste, wer im Cockpit ist. Das ist der Punkt, ihr Lieben. Das ist der Punkt. Weißt du, und wenn du in deinem Leben gerade vieles nicht verstehst, du weißt nicht, woher kommt das jetzt? Und warum passiert das? Und du hast so viele offene Fragen. Es gibt eine Sache, die du wissen musst, wer im Cockpit deines Lebens sitzt. Allein wer er ist. Du musst nicht alle Fragen erklären können in deinem Leben. Deswegen möchte ich dich heute einladen, auf Gott zu vertrauen. Paul David Tripp schreibt, wahrer, solider und dauerhafter Friede, der nicht den Umständen entsprechend aufsteigt oder untergeht, ist nicht darin zu finden, das ist jetzt ganz wichtig, ist nicht darin zu finden, dass man sein Leben auseinanderpflückt, bis man alle seine Einzelteile verstanden hat. Du wirst niemals alles begreifen,
weil Gott zu deinem Besten und zu seiner Ehre manches davon geheimnisumwoben belässt. So findet man Frieden nur im Vertrauen auf den einen, der all die Dinge genau unter Kontrolle hat, die dazu neigen, dir den Frieden zu rauben. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen können. Aber Gott sagt dir heute, vertrau mir einfach. Und weißt du, ich möchte dir heute abschließend, und bitte merk dir diese beiden Dinge, sie sind so wichtig, abschließend zwei Dinge mitgeben. Diese Dinge darfst du in deinem Glauben nie loslassen. Egal wie stürmisch dein Leben ist, lass diese beiden Wahrheiten nie los. Setze da einen Anker. Wir müssen ankern, ihr Lieben. Wir müssen gewisse Wahrheiten festhaben und festhalten. Das erste ist, Gott hat in deinem Leben alles unter Kontrolle. Die zweite Wahrheit ist, Gott ist gut und hat gute Absichten. Ich komme zu dem ersten. Gott hat in deinem Leben alles unter Kontrolle. Wisst ihr, ich gehe nochmal zurück zu Hiob. Hiob hatte so viele Warum-Fragen. Er hat Gott gefragt, warum das, warum das, warum das? Und endlich kommt die Antwort Gottes in Hiob 38. Aber wisst ihr was, diese Antwort ist so erstaunlich, Gott beantwortet Hiob gar nicht seine Warum-Fragen. Wisst ihr, was Gott Hiob antwortet? Er sagt, Hiob, wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Im ersten Moment könnte man meinen, hey, das ist doch nicht die Antwort auf die Frage. Hiob will wissen, woher kommt das Leid in seinem Leben? Und Gott sagt, Hiob, wo warst du? Wo warst du, als ich die Welt geschaffen habe? Wo warst du, als ich das Universum geschaffen habe? Und dann geht Gott sogar in die Tierwelt und erklärt ihm, wie er für jedes Detail in der Tierwelt sorgt. Wisst ihr, was Gott damit deutlich machen will? Hiob, du musst nicht alle Antworten haben. Du musst nur eins wissen, ich bin souverän. Und du darfst ruhen in meiner Souveränität. Ich habe alles unter Kontrolle. Wisst ihr, im Psalm 139, da steht, dass Gott alle deine Tage, und das darfst du auf dich anwenden, alle deine Tage standen schon in seinem Buch, bevor einer war. Das heißt, ich meine, wir wissen nicht, wie viele Tage wir haben. Das ist auch ganz gut so, dass wir es selber nicht wissen. Aber Gott weiß es. Und Gott kennt alle deine Tage, bevor du geboren wurdest. Da vergeht nicht einfach mal so etwas, wovon Gott keine Notiz nimmt. Alles in deinem Leben geht über Gottes Schreibtisch. Gott regiert dein Leben, Gott lenkt dein Leben, genauso wie er die Welt regiert. Es läuft nichts aus dem Ruder. Und das Zweite ist, Gott ist gut und hat gute Absichten. Ich finde es so ermutigend zu sehen, wie es auch in der Bibel so viele Geschichten gibt, wo man am Anfang Gottes Handeln nicht versteht und dann wird der Plan Gottes mit dieser Situation doch klarer. Ich will euch mal nur ein paar Geschichten einfach erzählen, in Kürze. Ich muss an Josef denken. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten. Und dann kam Josef an den Hof von Pharao, beziehungsweise von Potiphar, Entschuldigung. Er war erstmal bei Potiphar. Und die Bibelleser unter uns, die wissen, was da passiert ist. Die Frau von Potiphar will eine Affäre mit dem jungen Josef beginnen. Und Josef ist so stark, er widersteht der Versuchung, die Frau lügt, sodass Josef ins Gefängnis geworfen wird. Ich meine, wir haben den Vorteil, wir wissen, wie die Geschichte endet. Aber lass uns mal nicht aufs Ende schauen, sondern nur auf diese Situation. Wie hat sich Josef im Gefängnis gefühlt? Er war stark, trotz Enttäuschung in seinem Leben. Er war so stark. Und jetzt befindet er sich im Gefängnis, zu Unrecht. Ich weiß nicht, was Josef gebetet hat. Vermutlich, Herr, warum? Und dann sehen wir Gottes Plan. Das sehen wir aber erst später. Ging weiter. Er sollte im Gefängnis den Mundschenk des Pharao kennenlernen, weil Gott eigentlich vorhatte, Josef am Ende an den Hof des Pharaos zu holen, was wiederum eine größere Absicht hatte, denn Gott wollte das Volk Israel vor dem Hungertod retten. Aber das war im Gefängnis noch nicht sichtbar. Und das ist oft so in unserem Leben. Wir sind in Situationen, die keinen Sinn ergeben. Aber rückblickend erkennen wir, dass Gott wunderbare Absichten hatte. Ich muss an Lazarus denken. Maria und Martha, ihr Bruder ist schwer krank und sie sagen, Jesus, komm bitte. Sie wussten, Jesus kann heilen. Und dann kommt Jesus zu spät und Lazarus stirbt. Was haben die beiden Schwestern sich dabei, also was ging in ihren Köpfen vor? Es machte doch keinen Sinn. Jesus, du kannst heilen. Wir sind deine Freunde, wir bitten dich, komm und du kommst zu spät. Und einfach nur eine zeitliche Verspätung führt zum Tod. Das macht keinen Sinn. Wir lesen die Geschichte weiter und stellen fest, oh, es machte sehr viel Sinn. Jesus hatte eine größere Absicht. Jesus wollte nicht nur ein weiteres Mal zeigen, dass er Krankheiten heilen kann. Jesus wollte zum ersten Mal zeigen, dass er sogar den Tod besiegen kann.
und er holt Lazarus aus dem Grab. Und die ultimative Geschichte findet sich aber bei der Kreuzigung Jesu. Versetzen wir uns mal in die Köpfe der Jünger. Sie haben ihr Leben auf eine Karte gesetzt. Sie haben alles verlassen und sagen, wir folgen dir, Jesus. Sie haben ihr Leben aufgegeben für Jesus. Sie dachten, jetzt befreit er uns von den Römern. Und denkt euch mal in die Jünger rein, als sie Jesus am Kreuz hängen sehen. Eine Niederlage. Verurteilt von Pontius Pilatus, angeklagt durch die römische Elite. Und er stirbt so, wie sonst nur Verbrecher sterben. Und sie stehen da und sagen sich, das macht doch keinen Sinn, Gott. Aber ihr Lieben, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gott handelt und nicht immer ist seine Absicht damit sofort klar. Und wir sehen aber ultimativ, gerade am Kreuzestod Jesu, dass Gott mit dem, was aussah wie eine Niederlage, den größtmöglichen Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen hat. Preis dem Herrn für seinen Sieg. Und so erkennen wir gewisse Dinge zwar nicht sofort, aber wir sehen, Gott hat eine wunderbare Absicht. Und da möchte ich dir Mut machen. Ich werde so daran erinnert, wie wenn wir unser Leben mit einem gewebten Teppich oder einer Stickerei vergleichen. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Bei diesem Bild, das ist die Rückseite, da erkennt man kein klares Muster. Es sieht aus wie Chaos, so viele Fäden, die keinen Sinn ergeben, die verknotet sind. Aber das ist nur die Rückseite, das ist nur die eine Seite. Wenn wir uns jetzt die Vorderseite anschauen, da sehen wir, es hat ein wunderbares Muster. Unser Problem ist, dass wir häufig nur die eine Seite sehen. Und wir können nicht die andere Seite sehen, weil wir nicht Gott sind. Aber ich kann dir sagen, wenn du irgendwann vor Gott stehst, dann zeigt er dir die andere Seite deines Lebens. Ich habe vor kurzem mit einem älteren Bruder gesprochen, jenseits der 70. Er sagt, je älter ich werde und auf mein Leben zurückschaue, desto mehr erkenne ich den roten Faden in meinem Leben. Nicht immer erkennen wir den. Manchmal sind es so viele Fäden, die keinen Sinn ergeben. Aber ich will dir vor allen Dingen heute Mut machen. Es soll eine ermutigende Predigt für dich sein. Auch wenn du einiges nicht verstehst in deinem Leben. Gott hat alles unter Kontrolle und Gott ist gut. Und irgendwann zeigt er dir das ganze Bild, spätestens, wenn du bei ihm bist. Und dann wirst du ihn die ganze Ewigkeit dafür preisen, für das, was er alles in deinem Leben getan hat. Amen. 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 Gott ist gut. Lass uns jetzt gemeinsam ein Lied singen als Antwort auf die Predigt. Ich muss sagen, es ist ein etwas älteres Lied, aber dieses Lied ist aus Gottes Perspektive geschrieben worden. Lass es eine Ermutigung für dich sein. Es sind Worte, die Gott dir zusprechen will. Lass uns gemeinsam dafür aufstehen. Ich bin dir nah.
Nicht immer verstehen wir Gott, nicht immer sehen wir und hören wir ihn. Aber er ist da, er lebt. Und das ist auch das, was Hiob erkannt hat, mitten in seinem Leid. In Hiob 19,25 lesen wir: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Gott sucht nach wahren Anbetern. Und er richtet seinen Augenblick, sein Licht auf dein und mein Herz. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir leiden, in dieser Zwischenzeit lernen, ihm zu vertrauen. Lernen, auf ihm zu bauen. Lernen, nach ihm zu fragen, nach ihm zu suchen, nach mehr als nach schnelle Lösung. Nach mehr als nach einer bloßen Frage, warum. Ich denke, heutiger Gottesdienst war eine Ermutigung. Danke, André, für diese liebevolle Erinnerung daran, dass Gott immer, zu aller Zeit gut ist. Und daran ändert sich nichts. Das kannst du gerne für dich mitnehmen. Im Untergeschoss befindet sich unsere Cafeteria und wir laden euch dazu ein, dort miteinander ins Gespräch zu kommen, einander näher kennenzulernen. Und natürlich sind wir auch für euch da. Falls ihr Fragen habt oder ein Gebet braucht, so bleiben wir eine Weile für euch und beten für dich und deinen Anliegen. Zum Schluss will ich unter den Segen Gottes uns stellen, der aus 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11 kommt. Freut euch, lasst euch ermutigen und zurechtbringen. Seid eines Sinnes und lebt in Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Insofern, Gott befohlen, auf Wiedersehen.